Hallöchen und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play The Forest mit dem Gregor und dem Sarazar. Ja, und wir spielen jetzt weiter. Wir haben ja unser Konstrukt da aufgebaut. In der letzten Folge richtig spektakulär wurden wir Kannibalen angegriffen. Alter Schwede, da ging es richtig heiß her. Von allen eigentlich, Kannibalen und Ureinwohner haben sich gegen uns verschworen. Ich weiß gar nicht warum. Weil normalerweise bekriegen die sich gegenseitig, aber diesmal haben die uns einfach mächtig auf den Latz gegeben. Aber dafür gab es ein richtiges Silvesterfeuer. Nee, wie nennt man das eigentlich hier? Walpurgisnachtfeuer. Oh, Alter, ich hab grad mit dem Stein einen Vogel abgeworfen. Nee. Das wollte ich nicht. Das muss ich mir in der Folge schnell noch reinziehen. Mund zu Mund. Krass. Mund zu Mund. Ich hab einfach den Stein geworfen, da flog ein Vogel und plötzlich ist der Puff und die Federn flogen überall rum. Und jetzt habe ich ein Stück kleines Fleisch im Inventar, das ich nachher essen werde. Echt? Du hast das hingekriegt? Boah, das muss ich mir reinziehen. Echt. Ja. Das ist aber ein sehr großer Zufall gewesen. Naja, gut, ich habe schon gezielt. Natürlich. Aber ich dachte, er fliegt einfach durch. Ich wusste nicht, dass das geht. Manchmal ist es einfach so, auch beim echten Wurf. Ich hatte mit dem Benni mal eine lustige Geschichte. Da habe ich gesagt, auch noch gesagt, 300 Euro, wenn ich treffe. Und der Benni so, alles klar. Und Er hatte so eine Cola-Flasche einfach in der Hand. So eine 0,3er, kennst du ja, ne? Mit dem kleinen Spitz. Ja, ja, ja. Die kleinen Glasflaschen. Und ich hatte die so den Schnipsel vom Etikett und war ungefähr so 1,5 Meter von ihm entfernt. Und ich habe tatsächlich mit dem Schnipsel in dieses Loch getroffen. Ach krass. Ja, das hat ja eine Sexgeschichte. Euro nicht gegeben. Theoretisch. Mit dem kleinen Schnipsel ins Loch. Mit dem Schnipsel ins Loch getroffen. Krass. Als ob man eine Salami in den Fahrstuhlschacht hängt. Ja, du, das kann passieren manchmal. Ja, ja. So kommen Kinder, Mann. So kommen Kinder. Sehr schön. Ja, bauen wir weiter heute, oder? Also ich würde sagen, ja. Wir konstruieren hier noch ein bisschen. Ja, yeah, geil. Der Bone. Oh nein, die ganzen Knochen sind ja alle weg. Wie? Die meisten Knochen sind alle weg? Sind die weggespawnt. Ja. Weil ich habe aber, glaube ich, auch noch ein paar. Okay, das ist aber schade. Hier, wieso despawnen die denn? Wahrscheinlich, weil die Map sonst zu voll wäre, oder? Das war mal eine außerordentlich clevere Idee. Na, hoffentlich greifen die wieder an. Ich gehe mal kurz gucken, ob die Leiche... Jetzt habe ich gerade irgendwie so einen Riesen gesehen, was meine Sinne spielen mir Streiche. Das liegt daran, weil... Ist die Leiche hier oben noch da? Die ist natürlich auch weg, ne? Ja, die ist auch weg. Okay, die despawnen irgendwie nach... 12 Stunden würde ich vermuten, Ingame-Stunden. Schade. Warte mal, man kann doch auch an den Rand gehen und trinken, ne? Ja, mach ich nämlich mal gerade, bevor ich jetzt hier wieder mit dem Topf romantiere. Also wenn du den Topf leer trinkst, einfach wieder auffüllen hinterher, ne? Ja. Das ist, glaube ich, ganz cool. Ich trinke einfach am Bach, das geht ja auch. Und jetzt gönne ich mir aber auch noch einen Snack. Das ist nicht... Aber ist der Bach nicht giftig? Oh ja, der ist gar nicht so gesund, glaube ich. Ja, ja, genau. Deswegen trinke ich aus dem Topf und dann hole ich einfach aus dem Bach kurz neues Wasser im Topf. Das dauert ein paar Sekunden. So, ich sammle mal neue Sticks für neue Vorhaben. Denk dran, was zu essen noch zwischendurch. So ein Lurch oder was auch immer. Ja. Alles gut. So, ich muss mir nur angewöhnen, auch zwischendurch wieder ein bisschen zu sammeln oder Jagd auf Lurche zu machen, weil das ist jetzt ein bisschen schwieriger geworden als früher, weil Lurche jetzt sehr agil sind. Ja, wohl teilweise auch gar nicht. Also in der letzten Folge habe ich, glaube ich, 2, 3 gekillt. Die sind einfach nur dumm rumgestanden. Okay, dann also, hast du die speziellen Lurche gehabt. Ja, ja. Du hast die ja diese kleine Sondergruppe aus Lurchen. Ja, weil damit ich die überhaupt treffe. Nein. Sarazar gepasst. Eigentlich wolltest du einen Baum fällen, hast auch den 3 Lurche mitgenommen. Vielleicht waren die einfach benebelt, ey, das könnte sein. Das wäre aber auch lustig, so wie bei dir in der ersten Folge, oder wann war das, ne? Wo wir einfach... Mhm. Übrigens, dieser Baum, den ich gefällt habe, falls du es noch nicht erfahren hast, hast du wahrscheinlich aber in den Kommentaren selbstverständlich gelesen. Der war auch dafür verantwortlich, dass unsere erste Bastion... Ja, ich weiß. Genau. Habe ich inzwischen gelesen. Fand ich aber dann sehr geil, dass das überhaupt möglich ist. Ja, das war schon interessant. Also wenn man einen Baum, damit kann man auch ein ganzes Lager zerstören, wenn der auf ein Lager droppt. Also das kann man sich mal vormerken. Vielleicht wird man das brauchen. Ja, genau. So. Gut, wir müssen hier, also sollen wir diese Plattform fertig machen oder was wollen wir machen? Ich wäre dafür, dass wir fast nochmal eine Inseltour machen für Nahrung und Trinken, also Cola-Dosen und so weiter. Weil das dauert sonst wieder ewig und wir hängen hier eine ganze Zeit nur im Lager. Ja. Ich hole aber noch ein bisschen hier, ich habe noch ein paar Baumstämme hier über, die wollte ich noch kurz einbringen in diese Produktion. Okay. Ich wünsche, die würden nachwachsen. Das ist echt doof, wenn man sich was Größeres baut, dass man so ewig weit laufen muss immer. Ja, und irgendwie finde ich es auch schade, dass dann darum kein Forest mehr ist. Es ist halt wie in Realität, ne? Ja, leider ja. Wenn du überlegst, doof. Bei Deutschland, das war ja mal richtig bewaldet. So, den letzten Baumstumpf hole ich eben noch und dann können wir von mir losziehen. Achso, noch einer, okay. Gut. Brauchen oder sollen wir gerade noch eine Runde fällen? Nee, komm, ziehen wir jetzt los. Machen wir ein bisschen Explosion. Ja. So, Knochen haben wir. Wir können mal überlegen, was wir damit machen können. Vielleicht, wir können theoretisch...
Ja, wir können auch Schutzwälle, haben wir nicht das letzte Mal auch gemacht, so Schutzwälle hier den Gang hoch und so, da auch Schutzwälle gebaut, das können wir jetzt schon mal eigentlich, während du Baumstamm holst, kann ich hier schon mal anteasen, oder? Ja, sollen wir nicht erstmal das fertig bauen, ob wir überhaupt Schutzwälle bauen? Weil wir wollen ja lieber ein bisschen mehr von dem neuen Content zeigen, oder? Anstatt jetzt noch 23 Jahre hier im Lager zu hängen. Ja, das schon, können wir immer noch bauen. Natürlich, eine eigene Festung ist schon nicht so unwichtig, lieber. Ja, mir ist das wurscht. Mir ist das wurscht. Also, aber ich denke, es ist ein bisschen interessanter, auch ein bisschen neu, die neuen Höhlen zu erkunden und so, als jetzt wieder hier 23 Folgen da zu sitzen und dieses das Konstrukt ist eh wieder völlig voll geil. Was? Was? Wie kommst du jetzt darauf? Warte mal, das ist nur ein Baumstumpf, ne, hier. Oder sind das zwei? Diese Decke. Hä? Es ist ein riesiger langer Baumstumpf einfach, oder? Achso, da kann ich jetzt aufhängen. Das ist ja voll geil, Alter. Boah, cool. Warte mal. Sind jetzt dried oder was? Increases Armor. Hä? Achso, ich hänge den immer wieder auf. Armor. Ich habe den immer den gleichen wieder aufgehangen. Ja, kann ich mir vorstellen. Okay, zieh mir auch mal was Armor an. Ich gönne mir hier so ein Kaninchen. Alter, man braucht jetzt so viel Lizard Skin einfach. Womit kann man den denn nochmal kombinieren? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe jetzt einmal nur Lizard-Skin angezogen, weil wegen... Ja, ich auch ein bisschen. Es ist sehr, sehr dunkel gerade. Möchte ich kurz feststellen. Hm. Wir brauchen auch neue Federn, wir brauchen die neue Axt, wir brauchen unbedingt den Walkman für die geilen Kassetten, die man hier sammeln kann. Wir müssen also echt nochmal eine kleine Inseltour machen. Was machst du? Achso. Was war das denn? Was voll gesabbert gerade hier beim Lachen. Schön. Hm. Achso. Richtig schön in die Kamera rein. Ja, wo bist du denn? Ich bin hinter dir, Mann, du Blindi. Achso. Ich stehe hier die ganze Zeit. Ey, halt die Fresse. Ich gucke jetzt nur, ob neue Ureinwohner angreifen hier. Weil letzte Nacht war es ja so krass in der letzten Folge. Warst du das? Ja. Okay. In der letzten Folge war es ja so krass und jetzt ist es so beängstigend ruhig gerade. Also sollen wir jetzt bei Nacht losziehen? Da würde ich ja fast vorstellen, wir bauen doch noch weiter. Weißt du, was geil wäre, aber was richtig geil wäre? Wenn du so normale Nächte greifen vielleicht ab und zu mal welche an, so wie normal. Und dann gibt es aber ganz selten mal, wie in diesem einen Spiel, Kingdom oder so, so ein Blutmond, wo du dich halt richtig verteidigen musst und vorbereiten musst, weil dann kommen die Horden quasi. Aber das wäre echt geil. Boah, ja, das wäre krass, oder als Game-Mode oder so. Special, so einmal wie Vollmond, bei Vollmond gehen die richtig ab oder so. Ja, genau sowas. Ja, ich verstehe. Einmal im Monat oder sonst irgendwie sowas, dass du genug Zeit hast, dich vorzubereiten, aber irgendwann weißt du Bescheid, dann ist Blutmond, dann kommt Muschiklaus aus der Höhle mit den Seinen und dann geht's los. Jetzt richtig ab hier. Jetzt richtig ab. Ich glaube, ich habe gerade einen gehört. Nee, sehr war doch nur Wasser. Okay, ja, wollen wir nachts jetzt, statt loszugehen, gehen wir tags los und machen nachts noch Bäume oder was? War eine Option, aber dann sind wir wieder diese Folge wahrscheinlich nur wieder am Fällen. Aber dann ist es halt so. Naja, so lange geht die Nacht nicht, ich weiß es nicht. Naja, die geht schon länger. Wir sind hier gerade jetzt, okay, komm, fangen wir an zu fällen. Okay. Dabei können wir immer noch schwaden. So. Vor allem die Echsen sind jetzt schneller, wir haben jetzt drei Federn dran, da hat die jetzt eine wahnsinnige Geschwindigkeit einfach. Oh, und zwischendurch. Zwischendurch halt auch an die Sticks denken noch. Ich fälle Sticks. Einfach, Alter, mal. Jede Menge. Nee, zwischendurch sagen wir noch Sticks für den. Was war denn das noch? Für den Stuhl da oben. Der Korb ist fertig. Achso, der Stuhl. Okay, das wusste ich nicht. Ich muss dringend was essen. Scheiße. Ich hätte vielleicht was essen sollen vorher. Ich weiß aber auch gar nicht, was ein Stuhl bringen soll jetzt. Oh Gott, jetzt fängt es wieder an zu regnen. Das heißt, wir können gleich frieren. Die Lizard-Haut, die wir anhaben, beschützt leider nicht vor Kälte und Wärme. Dafür brauchen wir diese Rehhaut. Boah, eigentlich ist es aber auch gar nicht so schlecht, wenn wir das drumherum ein bisschen entholzen. Ja. Weil dann haben wir absolut den Vorteil einfach, dass wir auch immer schnell sehen, wenn die kommen. Das stimmt. Und vor allen Dingen, die können sich halt nicht in die Bäume flüchten. Wobei ich das geil finde, ab und zu so einen Baum zu lassen, damit die da hochspringen können. Einfach, weil es ein geiler Effekt ist. Für die Visuals. Und dann nimmst du den Baum als Falle oder so. Übrigens, habe ich auch in den Kommentaren gelesen letztens, dass wir das falsch gemacht haben mit dem Holztrick irgendwie. Aber da war es jetzt zu peinlich, das in den Folgen nochmal auszuprobieren. Deswegen machen wir das nicht. Nee, wir haben noch, wir haben noch beide. Achso. Ja, irgendwie meinte da jemand, also das wollte ich jetzt mal zwischen den Folgen mit dir ausprobieren. Nicht, dass wir jetzt wieder hier 5 Minuten rumhängen und irgendeinen Scheiß machen, weißt du? Hä, wieso? Kann ich jetzt nicht essen hier gerade? Dann probieren wir das nochmal mit dem Holztrick. Jetzt. Mit denkwürdigem Blick in die Kamera. So. Gut, hier essen habe ich. Oh, oh, Vorsicht, da hinten sind Ureinwohner. Ich sehe die Taschenlampe. Okay. Du musst auch ein bisschen denken dran, Erik. Das habe ich bei dir in den Kommentaren gelesen, dass du ein Feuerzeug zwischendurch mal anmachst, weil dann hast du ein bisschen mehr Licht nachts.
Ja, hast du recht, hätte ich machen sollen. Muss ich öfter machen. Weil du bist gedacht. Dann immer im Dunkeln rumgerannt. Bei mir, ich habe das zum Glück noch erfasst, aber auch in den ersten Folgen nicht so wirklich. Habe ich das auch ein bisschen verpeilt. Da bedacht, ich habe die Aufnahme ein bisschen heller gemacht, extra, damit man immer mehr sieht, aber das funktioniert nicht so gut, glaube ich. Nee, das ist voll Krüsselbild auch leider dann. Sieht auch scheiße aus. Vor allem, weil YouTube das nochmal extrem runterrendert, gerade dunkle Sequenzen. Echt heftig. Weil sie da irgendwie theoretisch könnte man das in dem YouTube-Editor einfach mal ein bisschen heller regeln, einfach sobald es hochgeladen hat. Oh, da kriegen wir Besuch. Das wäre vielleicht die sinnvollste Variante. Boah, ich habe keine Energie. Lass mal kurz ein bisschen. Wir kriegen Besuch. Das Laufen kostet halt unnormal Zeit. Vorsicht, Walle. Ja. Da hinten kriegen wir Freunde. Kommen wir gleich mal. Ich muss gleich mal ein bisschen Nahrung wieder aufnehmen oder sowas, weil meine Ausdauer halt richtig tief am Boden ist. Die verschwindet aber auch schnell diesmal, ne? Ja, die ist irgendwie richtig schnell weg, Alter. Da brauchen wir noch 20.000 Jahre. Ah, alles klar, du hast Besuch mitgebracht. Einen kleinen Leuchtefix. Der hat aber aufgegeben, der geht wieder. Ja, der ist chillig. Den können wir lassen. Ja, easy, okay. Das ist Gerd Günther, der kommt später nochmal vorbei. Der ist echt easy, du. Auf Tasskaff. Und der ist hier ein Kaffee. So, ich schleiche dir mal hinterher. Ich muss da jetzt nicht großartig was machen. Geil wäre es halt, wenn die so eine Wege hätten, dass die auch wieder zurück ins Camp gehen bei sich, bla bla bla, und dann so reporten, was sie entdeckt haben oder so. Oh, Lurch. Verfehlt, fuck. Vorsicht. In der Ferne, ne? Weißt du Bescheid. Mm, hier sind noch ganz viele. Da ist der links. Hier vorne ist der. Ihr könnt aber natürlich mit Freunden wiederkommen. Das machen die schon mit dem Reporten, glaube ich. Ich weiß es nicht. Der hat jetzt ja nicht die Basis gesehen, sondern nur dich. Und du bist ja abgehauen, da ist, hat er umgedreht und ist gegangen, beleidigt offenbar. Ich habe keine Ahnung. Der Spasti. Der wollte nicht mit mir spielen, wie damals im Kindergarten. Was hat er gesagt? Alter, der zieht sich den Hass der gesamten Internetkultur auf sich. Wie kann er so eine Worte verwenden? Ja, finde ich auch. Oh, das war aber nah. Das geht jetzt aber nicht. Das war aber nah gerade, der Schrei, hast du gehört? Nee, ich hatte gar keinen Schrei. Ich glaube, die Schreie sind nicht synchronisiert, oder? Ein bisschen doof. Boah, das Gerüst, Alter, bis wir damit fertig sind. Boah. Ja, geil. Lohnt sich voll. Nur noch 96. Und das ist ja noch nicht mal das Haus, das ist nur das Gerüst. Aber das Haus wird nicht so viel kosten, glaube ich, weil das hier hat der Stelzen ohne Ende. Ja, sobald es hell wird, ziehen wir dann auch mal los, würde ich sagen. Dann machen wir immer so ein bisschen Abwechslung. Genau. Aber das wird wahrscheinlich... Wir wollen ja auch nicht die ganze Zeit an der Basis rumkauern, da bin ich ganz ehrlich. Da habe ich auch nicht so... Ja, wir müssen ist zwar ganz schön, eine Basis zu haben, aber es ist halt doch immer das Gleiche. Immer nur Holzfällen und so, das war schon immer so. Und vor allem müssen wir echt diese Riegel und sowas alles haben für das mobile Gepäck, weißt du, für so mobiles Essen und so, weil das ist das Problem, dass wir das ja immer nur von dem Spieß da abessen können, aber nicht in die Tasche das Gekochte packen können. Ja, das stimmt. Ja, ich weiß, was du meinst, das Getrocknete meinst, ne? Ja, genau, dass man das nicht einfach irgendwie vorratsmäßig aufbewahren kann. Ja. Das wäre ganz cool eigentlich. So, was haben wir da noch? Da irgendwie können wir noch den Kram reinpippeln. Tick, tick, tick. Sehr schön. Gut. Also es nimmt schon Form an. Die Bäume so, das hört sich an, als würde jemand an deinem Ohr irgendwie so machen. Ich fail mal gerade auf der anderen Side of life. Hm? Ah, das klar. Nee. Mal jemand clear table. Ein Tabula Rasa, sagst du? Carpe diem, mein Freund. YOLO. Ist das nicht so ein geiles MMO von Richard Garriott? Kann jetzt keiner was mit anfangen außer uns. Nee, das stimmt. Doch ein paar Ältere in der Zielgruppe wissen noch, was Tabula Rasa war in MMO. Von Legende Richard Garriott, der sich für die Ultima-Reihe ausgezeichnet hat. Ja, und der hat da einen richtigen Flop mitgelandet. Oh, ich glaube, hier sind welche. Oh. Ich glaube, ich bringe Freunde mit. Ja, ich meine hier immer welche zu hören. Dann sehe ich euch da ist auch einer. War das gerade ein Reh? Ich glaube, das war ein Reh. Es sind mehrere. Oh. Ich habe auch schön den Kommentar. Ich komme kurz zurück zum Lager, ich bringe Besuch mit. Okay, ja, ich zünde mal an die Fackel. Dann können die Kinder. Oh ja, wir bräuchten noch mal ein paar Fackeln. Es sind zwei. Ach, die hauen wieder ab. Alles klar, lass die ziehen. Es sind nur zwei. Zwei Kannibalen. Ist egal. Ja, okay. Die schmecken eh nicht. Die sind ausgezehrt. Habe ich die Fackel jetzt verschwendet, aber ist nicht schlimm. Dafür hatten wir mal gerade 2 Minuten mehr Licht. Hier auf der anderen Seite, wo ich war, sind allerdings auch welche. Das heißt, wir müssen echt ein bisschen auf der Hut sein. Bei mir flog gerade einmal ein Baumstamm in die Luft. Einfach so. Ist da gar kein Wasser mehr drin in dem Pott? Hast du nicht nachgefüllt? Nee, ich habe da gar nichts rausgetrunken, glaube ich. Hä? Wie kann ich den... Au! Ja, oh nein, wieder verbrannt. Ja, wo ist ich denn geblieben?
Komm, ich geh mir jetzt einfach weiter aus dem Fluss. Wo ist all das Wasser hin? Wo ist es geblieben? Walles tranken es geschwind. Haben übertrieben. Oh, das ist aber... Und jetzt läuft auch gleich so einen ganzen Top leer. Ja, voll übertrieben, ne? Ja, finde ich auch. Weil jetzt würdest du den nicht abkühlen auch erstmal. Aber das Wasser bekommt ihm nicht so gut. Wieso? Ja, irgendwie bekommt ihm das nicht so gut. Was habe ich denn hier noch? Das gekochte eigentlich? Wasser ist doch super. Den Kaninchen, den Raw Fresh Rabbit hänge ich auch mal dran. So. Dann können wir den nachher noch grillen und essen und schnabulieren. Ja, die sammelt man eigentlich auch schon ein bisschen nebenbei, muss man sagen. Nur das mit der Ausdauer ist wirklich absolut ätzend. Ja, ja, ja. Vor allem musst du immer essen. Hast du gekocht Wasser? Nee, ich habe aus dem See getrunken einfach. Das ist ein Minimalschaden, den du davon trägst. Okay, hier sind sie wieder. Weißt du, wo mein Baumstumpf geblieben ist? Ach du Scheiße, hier auf der Seite wird es gerade brenzlig. Soll ich mal rüberkommen? Nee, noch nicht. Ich schreie aber im Notfall. Okay, sag Bescheid. Also bisher halten die sich fair an und ich probiere aber ein Holz zu fällen. Bisschen ein Baum, damit wir hier noch was haben. Ja. Siehst du, die Nacht ist schon ziemlich lang. So, ja, stimmt. Finde ich ein bisschen übertrieben. Lang, aber sie lohnt sich. Wir machen gute Fortschritte gerade. Also erstaunlich gute Fortschritte. Oh, eigentlich wenn ich cool. Mal hauen könnte. So. Komm schon, Mann. Boah, wenn er keine Ausdauer mehr hat, ist der so ätzend, der Charakter. Ja, ja, ja. So, dass er halt gar nichts mehr kann. Einfach so, so ein voller Schlaffi einfach. Weiß nicht, ob ich das mit der Ausdauer nicht auch weggelassen hätte an der Entwickler. Obwohl, andererseits gehört irgendwie auch dazu, aber das ist einfach nur... Ja, oder vielleicht ein bisschen großzügiger gestaltet einfach, aber vielleicht sind wir einfach zu ungeduldig geworden, weil wir das einfach schon ein paar Mal gemacht haben. Ich glaube, da war gerade ein neues Tier. Bin mir nicht sicher. Was? Ich hab fast... Bist du sicher? Ja. Aber ich bin mir nicht sicher. Bist du sicher? Ja, dass ich mir nicht sicher bin. Ja. Okay. Vielleicht ist das die Halluzination vom Menschenessen. Also, gather sticks, dann haben wir den Stuhl wenigstens auch fertig. Boah, Alter, wie die hier rumkreischen bei mir gerade. Echt, bei mir gar nicht. Also hier geht's richtig ab. Boah, Alter. Ich habe hier nur die ganze Zeit Sturm und Wind. Nee, bei mir ja. Auf der anderen Seite sind die gerade richtig Krambazamba. So. Macht schon ein bisschen Panik. Ja? Bitte, bitte tu mir nichts. Ja, ein bisschen... Panik at the Diskothek. Die meisten Sorgen machen mir eigentlich eher die Ausdauer im Moment so ein bisschen. Ja, die ist echt ätzend. Vor allem, wenn die einfach ein bisschen weiter oben bleiben würde oder so, dann, ne, wenn man die dauernd hin und her läuft oder dann Bäume holen muss, das ist schon ein bisschen... Ja, du musst halt echt fressen wie Sau immer. Ja. Oder der Lurch, was denn hier? Komm mal schnell. Was denn? Komm schnell ins Lager, hier ist der Dancing Lurch. Ich komme. Alter. Ich hoffe, ich kann schnell laufen. Nein, er geht weg. Ah, oh, schade, tut mir leid. Nein, jetzt geht er auf die andere Seite. Er ist durch, er ist wieder raus. Ach ja, ich sehe schon, der Flimmerlurch hier, ne? Alter, der war richtig am Start gerade. Ah, der war richtig geil, ey. Der war im Käfig gefangen, der Dancing Lurch. Oh, hier sind aber überall Lurche. Ja, gerade, und die brauchen wir auch. Also nebenbei, wenn du einen wegkicksen kannst, mach mal. Jetzt können wir aber auch theoretisch losziehen. Ja, es wird langsam hell, da kann man auch ganz schnell ein Frühstück fangen. Aufnahmezeit, muss ich leider sagen, aber wir können theoretisch... Oh, hier sind noch ein paar Stiggies. Ich sammle auch eben Stiggies. Ach komm, wir machen jetzt hier in der Folge, machen wir noch ein bisschen Bauarbeiten, oder? Das bringt jetzt ja auch nichts. Oh, okay. Oder? Oh. Ja, also ich sammle noch ein paar Lurche und so, damit wir noch was zu fratzen haben, so vielleicht. Perfekt. Und jetzt, immer wenn ich hier durchs Lager laufe, sehe ich 1000 Lurche und jetzt habe ich einmal den Stick ausgepackt und dann sind alle Lurche weg. Dann sorge ich dafür persönlich, dass wir den Stuhl oben fertig kriegen, immerhin. Okay, das ist natürlich ein super Achievement. Ja, auf jeden Fall. Gerade der Stuhl, da lechzen viele Leute nach. Aber man muss ja dazu sagen, dass das Gerüst auch ziemlich weit fortgeschritten ist. Jetzt ist ja schon die Hälfte fertig fast. Was ist... Ach, das ist ein Reh! Da hat sich ein Reh im Felsen festgebackt. Oh, und die Eingeborenen haben hier was hingebaut. Echt? Das will ich sehen. Hallo Bambi, ich helf dir. Da liegen auch ganz viele Sticks am Boden. Boah! Davon ist bitter. Hast du Bambi weggehauen? Ey, hier sind ganz viele Bambis. Was hab ich getan? Hier sind ganz viele Bambis. Ich hab die weggeklatscht, weil die hat sich so festgefressen in der Felsspalte. Und dann habe ich die weggeklatscht und dann ist die durch die Luft geflogen als roher Fleischklotz und in das Loch rein. Das wollte ich nicht. Alter! Gute Bambi. Bambi. Das war wahrscheinlich eher Bambis Mutter. Oh, habe ich gespoilert, Entschuldigung. Was ist das hier gewesen? Lecker Fleisch. Nehmen wir auch noch mit. Was ist das für ein Körper? Zu langsam.
Du hast ja einen. Ach, Waschbär war das, Alter. Der, du. Ach so, ja, Waschbären geben auch gut Fleisch. Ja, die kann ich mir gar nicht mehr dran erinnern. Du kannst keine Sticks mehr aufheben. So. Ach nee, kann ich nicht mehr. Warte, machen wir noch hier zwei Stück schnell, zack, zack. Und jetzt kann ich oben den Stuhl fertig bauen. Und dann brauchen wir nur noch 80 Loks. Und dann können wir direkt. Ich will mir unbedingt noch einen Bogen bauen, dann können wir nämlich ein paar Bambis essen und vor allen Dingen auch Kaninchen und alles und Lurche ganz easy jagen. Ja, ein Bogen wäre gut. Du warst doch immer der Bogenschütze. Ja, ja, hat auch super Spaß gemacht. Du warst doch immer der Nahkämpfer, nur der Bogenschütze. Genau, hat ja super geklappt auch, war eine super Kombi. Aber man muss ja sagen, dass die Feuerkraft halt auch nicht mehr so stark ist, also beziehungsweise eine Waffe mit Feuer aufzupimpen ist nicht mehr so stark, wie es mal war, deswegen... Ja, da müssen wir mal gucken, wie das beim Dingens jetzt ist, beim Feuerfeilen. Komm mal nach oben. Oh, stimmt. Hier. Stimmt. Muss ich auch machen. Warte mal ganz kurz, eine Sache. Nee, hier ging das ja nicht. Wie mache ich nochmal? Wie mache ich? Was denn? Komm doch mal gerade in die Hütte hoch. Komm mal gerade hoch. Ja, ich weiß, du willst den Stuhl zeigen. Ja. Warte mal, wie war das denn mit dem Bogen nochmal? Crafted Bow, was brauche ich dafür noch? Machen wir uns einen zwischen den Folgen eben. Oh. Dann wissen wir. Oh, ich hänge. Nein! Nein! Gott, ich hoffe. Was denn? Oh, zum Glück. Ich dachte gerade, das hätte so rumgebackt, dass ich mich hier zwischen Tür und Stuhl eingeblockt hätte. So stuck wäre, weißt du? Ich habe mir gerade Schneeschuhe gebastelt. Wo das denn? Ich habe mir Schneeschuhe aus Sticks und Ropes gebastelt, aus Versehen. Ich wusste gar nicht, dass es die gibt. Sieh mal an. Warte mal gleich. Ich versuche gerade noch irgendwie ein Bow zu machen. Crafted Bow. Nee, was? Ich weiß nicht, was ich dafür brauchte für einen Bow. Hier, ich habe den Bogen habe ich jetzt auch. Alles klar, jetzt brauche ich nur noch Pfeile. Hey, gibt's schon wieder viele Sachen, ne, die man bauen kann. Das ist echt Wahnsinn. Den Armor Federn. Ach stimmt, wir hatten ja auch Schneeschuhe gebaut. Ich habe jetzt Schneeschuhe an. Guck mal, ich habe Schneeschuhe an. Alter, nice. Voll geil. Zwei Ropes und ansonsten nur Sticks, dann hast du Schneeschuhe. Also die sehen scheiße aus, aber trotzdem. Ja, aber für das Winterbiom da hinten? Ja, ist vielleicht ganz gut, ne? Aber war da denn ein Unterschied? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht, aber vielleicht besser für Stabilität. Okay. Ich muss auch dringend was essen wieder. Ja, war doch ganz cool, ey. Geile Scheiße. Haben wir noch Schneeschuhe, einen Stuhl. Komm mal nach oben, komm mal nach oben. Ja, warte. Ich schnabuliere gerade nochmal schnell durch. Ich warte auf dich. Oh, köstlich. So, jetzt kann ich das Licht wieder ausmachen. So, dann gucken wir noch das Stühlchen an und dann sind wir schon wieder in der nächsten Folge. Boah, das geht aber richtig schnell gerade. Das kam jetzt nicht vor wie 20 Minuten, bin ich ganz ehrlich. Rappzapp so, geht das. Aber Baum muss sein. Hallo Gregor. Ich habe Sie erwartet, Mr. Baum. Huch! Ne. Was war das denn? Bist du tot? Nee. Zum Glück nicht. Boah, ich hab den... Alter! Ich hab einen Vogel mitten im Lauf gehittet und weggesnappt. Auch geil. Schön. Gut, warte ganz kurz, ich speichere eben, ja? Ja, gute Idee. Aber ich hoffe, das geht während der Aufnahme. Nach der Folge, mach das nachher, weil nachher stürzt ihr ab. Ja gut, hast du recht. Der Aufnahme weg. Erinnerst du dich noch, da war mal deine Aufnahme weg. Das müssen wir jetzt... Ja, ich erinnere mich sehr gut. Ich erinnere mich sehr gut daran. Okay, ja, dann machen wir das gleich nach der Aufnahme. Würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann, damit es Tag bleibt, müssen wir uns ein bisschen beeilen. Dann gehen wir nämlich ein bisschen die Insel erkunden, sammeln wieder ein bisschen Coke, wieder ein bisschen Krams, alles möglich. Und wir müssen auch zum Boot und müssen da so das Walkman runterholen und sowas. Genau. Das heißt, nächste Folge gehen wir endlich wieder ein bisschen rum, statt hier dauernd nur zu versauern und zu bauen. Auf jeden. Das wird lustig. Bis dahin, Freunde. Genau. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, bis zur nächsten Folge. Tschüss.